Also für Menschen, die halt so vor sich hin wurgeln. Ach, hier kann ich sehen, wie viel ich noch frei habe. Ich habe nichts mehr frei, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, pass auf, jetzt kommt gleich eine Meldung. Ja, genau. Also gut. Gehen wir mal hier wieder raus. Kann halt nichts mehr aufnehmen jetzt, ne? Kann ich hier eigentlich runterspringen? Geht das? Ja, ins Wasser vielleicht, ne, gerade. Das wäre jetzt nicht so günstig. Schade. 200 Meter sind das. Das ist zwar schockgewaltig. Wie kann ich hier offiziell runter? Das Runtergehen ist hier ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Habe ich denn überhaupt so viel Platz hier, das alles reinzutun? Okay, na gut. Na gut, Ladies and Gentlemen, das ist ein tolles Spiel. Ja, Nils wird jetzt erstmal wieder zum Händler fahren. So, zum Händler. Warte mal, wie ich upgraden mit U oder was? Ich bin jetzt auf Level 6 Progress. Not implemented in Demo. Okay, blöd. Not implemented, nicht in der Demo vorhanden. Na gut, 1600, das ist eigentlich, wenn ich mir das mal vorstelle, das ist ein Haufen Geld. Soll ich das mal vorstellen? 1600 Dollar? Das muss das, also das ist ja das, was andere im Monat verdienen. Ich weiß nicht, was die Amis so verdienen im Durchschnitt. Ist das hier vorne? Ja, ist er schon hier vorne. Was ich hier doch gleich an alles gewöhnt, ne? Was? You can't get out here? Okay, naja, da fahren wir noch ein bisschen vor. Jetzt hat er cool. Hi Pete, wie geht's dir? Einen Moment bitte. So, jetzt wird's halt doch langsam Herbst. So, jetzt gucken wir mal. Hi Pete. Upgrade Toolshop, ja. Ach so, ja. Vielleicht sollte man das mal als erstes machen. Also, man verkauft erst die Sachen und hinterher stellt man fest, upsala, ich brauche für den Toolshop neben 500 Dollar auch noch Steel und Cover. Ja. Und jetzt? Oh, aber holla die Waldfee. Zehnmal Steel. Ich gehe jetzt hier erstmal raus. Warte mal erstmal. Find a way to the storeroom. Find a scrap the engine. Find and scrap the engine und dann war's da schon. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell sind, weil sonst ist das Spiel zu Ende. Und ich habe hier gerade mal 49 Minuten gespielt. Das ist natürlich nicht viel. Nee, sogar mehr, ne? Ich habe hier 80 Minuten. Ja, das stimmt. Sogar richtige Anzeige hier. Auch hier ist sie richtig, nur hier ist sie nicht richtig. 50 Minuten steht hier, komisch. Sehr merkwürdig. Okay. Ladies and Gentlemen, wie geht's euch? Wer ist denn da? Schreibt mal bitte was rein. Ich habe hier 2 Zuschauer auf Twitch und 3 hier auf YouTube. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schreibt was rein. Ich würde mich freuen. Ich weiß, die meisten sind noch in der Schule. Das müssen wir mal gucken. Was kann man denn bei denen hier kaufen? Eine Hacksäge. Ein Angle Grinder. Ich würde gerne mal den Steelhammer würde ich gerne kaufen. Und vielleicht auch mal so ein Angle Grinder. Das ist so eine Flex, würden wir sagen. Das ist viel Geld, was wir haben. Und heißt, das habe ich schon. Okay, cool. Ich habe jetzt nur 400 Dollar, aber ich habe noch nichts verkauft. So, jetzt gucken wir mal hier rein. 166, das ist
Aber. Hui, Pete, was ist los heute? Ist nicht viel. Warte mal, ich habe, glaube ich, noch was im Auto hinten. Ja, schön rausholen. Oha. Bisschen Öl lasse ich mal hier. Petroleum lasse ich mal hier. Den Rest kann man sich jederzeit holen. Jetzt bin ich gespannt. Ach, da haben wir noch mehr. Ach, alter Schwede. Also wie gesagt, Stil. Lead, das holen wir uns alles so. Nur das Öl, das weiß ich nicht. Das ja gut, so viel Öl. Ich weiß nicht, ob ich es später nochmal brauche. Jetzt bin ich gespannt, was ich dafür kriege. Pete, mach mal einen guten Preis, komm. Aha. Was ist denn, warte mal, ich mach mal zurück. Was kriege ich denn auf Öl? 55. Was kriege ich denn auf Stahl? Auch 55. Okay, was kriege ich denn auf Aluminium? 200! Okay, weil 700 ist viel, Leute. Das ist sehr, sehr viel. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich denn mit Ubers upgraden? Nein. Den Hammer habe ich erst auf 4. Das muss man sich mal vorstellen. Also das macht Torch. Heißt Fackel, oder? Ist durchaus schön gemacht. Kann mir vorstellen, gerade so zum... Was muss ich denn jetzt machen? Find a way to the storeroom. Okay, wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Finish your tasks first. What? Echt jetzt? Ja, aber wenn es jetzt dunkel wird, sehe ich ja nichts. Ja, dann bleiben wir hier ein bisschen. Bleiben wir hier bei Pete. Kann ich denn bei Pete eigentlich noch irgendwas anderes machen? Ach, da steht's ja. Gott, bin ich blöd. Auf Stahl 10, 12. Ist das Alkohol? $50 für Alkohol? Ach, ich kriege jetzt ein bisschen mehr. Warum denn? Ich kriege 35. Okay. Hm. Gut, hui. Ich kenne dich. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier beim Ship Graveyard Simulator. Mein Name ist Nils und wir spielen ja ein bisschen den entsprechenden Schiffsfriedhof-Simulator. Der hat hier sogar eine Mütze, hat der so einen Schutzhelm auf? Komme ich gar nicht rein, ne? Der hat sich da so verschanzt hier. Wisst ihr was, ich mache jetzt tatsächlich mal die Musik aus. Options, weil das riecht mir jetzt ehrlich gesagt wirklich auf, vor allem weil es nicht die schöne Musik ist vom Anfang. Ne, da kommst du gar nicht rein, ne? Der hat sich da so verschanzt. Na gut. Dann kann ich aber auch den Ton ein bisschen größer machen wieder. Ach, das ist Brightness, das müsste Helligkeit sein. Gehe ich hier mal auf Options, Audio. Ach so, dann hämmert es wieder so laut. Ja gut, wenn Stahl auf Stahl trifft. Also, was müssen wir jetzt machen? Find a way to the storeroom. Was ist denn ein Storeroom? Lagerraum, Vorratsraum. Bei mir oder im Schiff? Find and scrap the engine. Also muss ich hier wahrscheinlich ins Schiff, denke ich mal, weil hier habe ich ja schon alles erkundet. 220 macht das Auto. Alter, das ist ganz schön schnell. Mal gucken hier, ich kann hier wenden, ja. Rüber. Also mal gucken, dass man hier wieder... Kann man nicht wenden, ne? Das ist doch nicht der Ernst, oder? Hm. Man sieht halt nichts. Also das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Na, ist egal. Passt. Und raus hier.
Na komm schon. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier reinkommen, weil ich habe jetzt gesehen, man kann auch auf der Seite hier rein. Wir müssen jetzt was finden, einen Storeroom, einen Lagerraum.